Hallo und herzlich willkommen zurück bei Watch Dogs. Ich habe absolut kein Glück jedes Mal, wenn ich shoppen gehe, mir neue Klamotten kaufe in der Aufnahme, wie ich es in der letzten Aufnahmerunde gemacht habe, also jetzt gerade eben, dann stürzt mir das Spiel ab. Keine Ahnung warum. Das ist wahrscheinlich nur Pech. Ich war wieder mal in einer Mission, wir sollen jetzt, ich bin in der Hauptmission, wir sollen hier diesen Typen da hacken, der ist da hinten, also ausschalten und dann hacken. Und da wollen wir mal schauen, wie das funktioniert. Und dieser Typ hat anscheinend was damit zu tun, dass unsere Schwester entführt wurde. Also er steckt dahinter oder er hat sie entführt oder so. Und das wollen wir natürlich ermitteln. Und dazu versuchen wir uns mal hier von möglichst weit außen zu nähern. Ohne dass uns jemand sieht. So, okay. Ja, jedenfalls, ich habe die Aufnahme vorhin halt schon laufen gehabt, hatte die Mission fertig, lustigerweise. Und dann ist das Spiel wieder mal abgestürzt. Und naja, wir machen das einfach normal. Gott sei Dank ist es noch nicht gespeichert worden. Und ich hatte noch so gesagt, dass ich vermutlich jetzt hauptsächlich mich darauf konzentrieren werde, ja, die Main Story voranzutreiben. Wir haben ja uns alle Nebenmissionen soweit angeschaut. Und damit wir jetzt mal vorankommen, machen wir ein bisschen, konzentrieren wir uns ein bisschen mehr auf die Storyline. Darum geht's ja letztendlich auch. Scheiße. So, das war doch einfach, oder? Ich soll mich um sie kümmern, also weiß ich von ihren Hobbys. Was sie mit den Mädchen machen, das geht mir nichts an, wenn sie außer Landes sind. Aber hier in Chicago dürfen sie Mr. Quinn nicht in Gefahr bringen. Als Entschädigung haben wir ein kleines Geschenk für sie im Infinite 92. Fragen sie nach Poppy Special. So kommen sie auch an die Einladung für die Auktion. Crispin war auf dem Weg, sich etwas abzuholen, namens Poppy Special, in einem Club namens Infinite 92. Infinite 92. Kein offizieller Eintrag. Er wird in ein paar Threads erwähnt. Oh, ist wohl ein Fetischclub für Gentlemen. Illegal natürlich. Ist das Poppy Special eine Frau? Passt zu dem Profil, das Quinn von Crispin hat. Ich bezweifle, dass Poppy das Treffen überlebt hätte. Was für eine Auktion ist das? Ich glaube, wir kennen beide die Antwort. Ich fahre zu dem Club. Da finde ich Crispins Einladung. Okay. Es könnte also sein, wir treffen jetzt hier gleich auf eklige, alte, fette Männer, die sich an jungen, kleinen Mädchen aufgeilen. Das heißt, wir werden jeden Einzelnen, der an diesem Infinite 92 oder was auch immer, wie die Zahl war, weiß ich gerade nicht mehr. Jeder, der sich dort aufhält, wird ja, standrechtlich hingerichtet. Tut mir leid, aber wenn das wirklich so ist, wie ich mir denke, dann wird das passieren. Das toleriere ich nicht. Wir pesen da erstmal hin, möglichst ohne zu sterben auf dem Weg oder zu viel Kollateralschaden anzurichten an Passanten und möglichst auch ohne Abstürze. Hallo, Freunde. Ich muss hier mal kurz. Hallo. Okay, einen habe ich natürlich getötet, das war wieder klar. Nochmal drüber gefahren, so wie sich das gehört. Schade. Aber es hat niemand die Polizei gerufen, zum Glück. Wir müssen echt mal wieder was für unseren Ruf tun. Oh Mann, ich wollte eigentlich das ganze Ding auf gut durchspielen, aber es geht halt so schnell, dass man hier aus Versehen mal jemand über den Haufen rollt. Gut, ich bin verkleidet für den Monsterball. Verkleidet bin ich. Kontrolle behalten, so wenig wie möglich sagen. Wenn Crispin wirklich so kaputt ist, errege ich Aufmerksamkeit. Nur die Auktionseinladung finden und dann weg. Ah. Danke.
Okay, ich soll die Kontrolle behalten und möglichst wenig sagen. Ob mir das so leicht fällt, das weiß ich noch nicht. Das Poppy Special. Sehr gut, Mr. Crispin. Ein besonderes Gericht extra für Sie zubereitet. Wir passen schon auf Ihre Waffen auf. Schade. Das war ja nur eine. Dann geht's ja. Piep. Piep. Mr. Crispin, piep, piep, piep. Hier entlang, bitte. Das hat doch... Okay. Ist wahrscheinlich. Muss piepen. Wo sind die zugeteilten Wachen, Sir? Wir waren zu langsam. Ich möchte ihnen nicht folgen. Ey, du hast bestimmt Geld. Danke. Möglichst keine Aufmerksamkeit behalten. Mr. Quinn wollte sicher gehen, dass Sie sich wohlfühlen. In seinem Namen bieten wir Ihnen eine Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Also du bist die Aufmerksamkeit, hm? Wie heißt du? Poppy? Ich weiß, wer du bist. Was du mit Mädchen machst. Nein, es ist nicht. Ist okay. Ich gehe. Mr. Crispin, alles zu Ihrer Zufriedenheit? Noch eine Störung und Sie sind dran. Ich werde dir nicht wehtun. Komm einfach mit mir. Ich helfe dir. Nein! Die finden mich. Sie sagten, du bist ein Monster. Bist nicht Crispin. Oder? Mein Name ist Pierce. Okay, das waren nur ungefähr 3-4 Nippelblitzer. Ich hoffe, ich krieg dafür keinen Strike von YouTube. So, und dann schauen wir doch mal. Wir haben jetzt die Einladung bekommen für die Auktion, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich wollte doch eigentlich jeden und alles hier drin töten, aber es hat mir leider niemand die Möglichkeit gegeben. Hoffentlich beehren Sie uns bald wieder. Negativ. Ja, vielleicht schon. Also, aber dann zu einer Blutorgie. Oh, mein Auto. Tu mir einen Gefallen. Ich muss Poppy aus dem Laden rausholen. Ruf den Club an. Gib dich als Crispins Assistentin aus. Sag, dass ich wünsche, dass mir Poppy bei der Auktion geliefert wird. Ja, okay. Sie wird da sein. Das regel ich. Vielleicht musste Crispin sterben, aber wenigstens retten wir das Mädchen. Das ist gut, oder? Ich weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht, aber wir holen sie da raus. Akt 2, in den Abgrund starren, hieß die Mission übrigens. Das habt ihr natürlich nicht mitbekommen, da sie ja schon gestartet war, weil mir das Spiel abgestürzt ist. Aber wir haben sie abgeschlossen. Sehr erfolgreich, möchte ich sagen. Und wir haben ein Auto bekommen. Also, das Auto hat nämlich dieser Crispin bestellt, dort in den Autoladen, wo wir ihn ermordet haben. Und hat gesagt, er möchte das geliefert haben, wenn er aus dem Club wieder rauskommt. Und ja, es ging schnell. Und der, bei dem er das Auto bestellt hat, der scheint das nicht mitbekommen zu haben. Die aus digitale Trips bekannten, bewusstseinsverändernden Erfahrungen breiten sich aus. Sie sollen die Wahrnehmung der Umwelt erheblich verändern. Zurzeit sind sie noch legal, aber das wird sich sicher bald ändern. Ja, ja. Die Behörden der Stadt untersuchen das Phänomen und könnten schon bald einen Verbotsantrag stellen. Mann, ist das eine Kaschemme. Man kann mal ordentlich irgendwo gegen einen Baum fahren. An Crispin interessiert es eh nicht mehr, der ist ja tot. Okay. Ich hatte ja gesagt, wir machen Storyline weiter und das halte ich natürlich auch. Aha, Bär.
Warte mal, das ist, glaube ich, der letzte Stadtteil hier oben, ne? Ja, genau. Dann fahren wir nämlich dort gleich erstmal hin, schalten den letzten Stadtteil frei. Das müssen wir sonst in irgendeiner Story-Mission machen, die dort oben spielt. Und dann mache ich das jetzt lieber gleich und da haben wir das weg. Und können uns dann wirklich gezielt darauf konzentrieren, Story-Quests zu machen. Genau. Und da die Folge jetzt eh schon angebrochen ist, ich weiß nicht, ob es sich noch lohnt, noch eine Mission zu machen. Da ich ungern mitten in der Mission dann einen Cut setzen wollte. Genau. So, das Auto geht gut ab. Gefällt mir sehr. Zack, zweimal die Bande mitgenommen und die Kurve damit bekommen. Wunderbar. So. Ich habe mir auch überlegt, ob ich jetzt über die E3 laber, weil momentan, wo ich hier aufnehme, ist jetzt E3. Aber ich glaube, das bringt's nicht, denn die Folge kommt mindestens so 10, 12 Tage nach der E3 raus. Und ich glaube, das lohnt sich dann nicht, wenn ich jetzt noch großartig was sage. Ich denke, alles, was ich... Ach meine Fresse, wer spammt mich jetzt bei Facebook voll? Das ist ja unerhört. Jetzt nicht. So, genau, alles, was ich sagen würde, habt ihr sicherlich sowieso schon mitbekommen. Und ich denke, ich werde da mal übermorgen wollte ich mit dem Teichi aufnehmen, Guild Wars. Und das Video kommt definitiv zeitnah heraus. Deshalb werde ich mit dem Teichi morgen ein bisschen über die E3 quatschen. Das heißt, ich werde darüber quatschen und Teichi erzählen, was so abging. Und er wird sich freuen und oder nicht freuen, was so angekündigt wurde. Denn alles weiß er vermutlich nicht, denn ich denke, er hat die ganze Sache nicht so verfolgt wie ich. Ich habe in der Nacht von Montag zu Dienstag in der E3-Woche habe ich mir Microsoft, EA und Ubisoft die Pressekonferenzen angeguckt. Sony war mir dann doch ein bisschen spät mit um 3. Das ging da leider nicht. Und ja, da war ja doch recht viel Interessantes, aber wie gesagt, das mache ich jetzt nicht, denn diese Folge kommt später raus. Das habt ihr bestimmt schon bemerkt, möglicherweise, als die Folge, die wir Guild Wars aufgenommen haben und in der ich darüber rede. Also hier jetzt einfach doch mal, wenn ihr ein bisschen was von mir darüber hören wollt, meine Meinung etc., dann guckt einfach mal nach der Guild Wars Folge. Genau. Wird sicherlich im Titel stehen, dass ich da über die E3 gequatscht habe. Und wir sind ja hier in einem ganz komischen Gebiet. Was ist das? Ein Campingplatz und so Grills und kleine Anleger, aha. Wir müssen anscheinend darüber. Dazu müssen wir anscheinend laufen, schwimmen. Prima. Ein Fixer verfolgt mich. Ein Fixer verfolgt mich. Der muss weg, bevor ich was anderes tun kann. Na geil. Da wollte ich ja sowieso die ganze Zeit schon mal wieder. Und das finde ich ziemlich cool. Denn finden Sie N-Lord. Na dann gucken wir doch mal, wo N-Lord sich rumtreibt. Ich glaube, dort war er. Da in Orange. Würde ich fast behaupten, so wie sich's verhält. Ich denke fast, das war N-Lord. Gucken wir doch mal. What the fuck? Was hat hier auf einmal geknallt? Hier hat irgendjemand mit einem Granatwerfer oder so rumgeschossen. Ist aber nie so der Sinn der Sache. Tatsache, hier schießt jemand rum. Ich hatte einen Plan und hab mich dran gehalten. So.
Bekanntheitsgrad abgegradet. Sehr nice, das hat ja mal ganz gut funktioniert, aber das ist, wie gesagt, ich habe das Gefühl, das Verteidigen, sag ich mal, ist leichter als das Angreifen. Aber cool. Haben wir das auch mal wieder erlebt. Sehr souverän. Warum der mit Granaten rumgeworfen hat, weiß ich nie, aber wir haben ja, ich habe ja schon fast vorhergesagt, dass dass der das ist. Ich brauche eine Verbindung zum CTOS-Netzwerk. Genau, das ist ja auch der Sinn, warum ich hier jetzt krampfhaft rüber schwimme. Um diesen Knotenpunkt zu hacken, dieser komische hier auf der Insel. Mal schauen, ob wir hier irgendwo eine Kamera finden oder so, mit der wir schön darauf zugreifen können. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier hochlaufen können, hab's probiert und es hat sich als erfolgreich erwiesen. So, da unten haben wir ziemlich viele Hampel. Jetzt ist natürlich die Frage. Es gibt hier keine Kameras, glaube ich. Da ist eine. Aber da kann ich gerade nicht hin. Vielleicht kann ich die hacken, wenn ich mal mit einem Scharfschützengewehr darauf ziele. War das hier unten mit dabei? Ja. Nee. Es war da was? Ah ja, sehr schön. Jetzt haben wir eine Kamera und damit haben wir quasi auch schon fast Zugriff zu dem CDOS-Punkt. Muss nur... Ah, der Typ hat schon mal den Zugangsschlüssel, das ist sehr gut. Und jetzt finden wir garantiert auch irgendwo den Eingang zum Serverraum. Die Kamera kennen wir. Er kann gesprengt werden, das nutzt uns gerade nicht so viel. Die da drüben, da kommen wir vermutlich auch nicht dahinter. Ist das da oben? Da ist keine Cam dran. Ah, gut. Vielleicht müssen wir unsere Position hier nochmal verlegen. Problematisch ist nur, hier sehen wir es nicht ein. Ich glaube, das Gebiet ist alles rot. Ich würde das ja gern wieder so ein bisschen, ihr wisst schon, ne? Ungesehen und unvorbereitet den Gegnern gegenüber. Ich sehe allerdings hier auch nicht ein, wo das Teil ist. Das heißt, wir müssen, hoppala, müssen auf jeden Fall da nochmal rein. Das heißt dann wohl so viel wie Pistole packen und gucken, dass wir hier möglichst ungesehen durchkommen. Nein, nein, alles ist alles. Du hast da, also kannst da gar nichts gesehen haben. Es ist ja nichts passiert. Ist nur dein Kollege gerade gestorben. Ja, der Typ kommt halt wirklich hierher gerade. So, wir haben da zwei Typen, die hier gerade in die Nähe kommen. Einer weniger. Noch einer weniger, wunderbar. So könnte das immer funktionieren, so chillig. Da drüben ist einer, den kriegen wir vermutlich. Hoppala. Das war leicht. Ja, das ist komisch, der ist nur gestorben, tut mir leid. So, dann haben wir dort den nächsten. Was zur Hölle? What the fuck? Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Es war ein bisschen überhastet geschossen, glaube ich.
nichts finden. Moment, ich muss mich hier irgendwo reinklinken, mal kurz. Hier ist nichts zu sehen, ich gehe weiter. Ja, schickt immer Hilfe. Je mehr hier kommen, umso chilliger. Ich mache euch gerade ein bisschen, ja, das stimmt. Ah, den kann ich gerade schlecht anzielen. Los, ich decke euch. Scheiße, so läuft das nicht, Mann. Ah, Kacke. Der ruft Hilfe. Das ist ganz schlecht. Sucht euch Deckung. Mist. Okay. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder eine wilde Ballerorgie. In der wir zwangsläufig... In der wir zwangsläufig den Kürzeren ziehen werden, denke ich mal. Penner. Lauf. Ja, roll mal eine Runde und... Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal wieder auf unseren kleinen Berg hoch und dann kann ich auch wieder das Scharfschützengewehr auspacken. Das ist, glaube ich, dann ganz angebracht. So, gucken wir doch mal. Die vermuten mich doch bestimmt jetzt nicht hier oben, oder? Scheiße. Nimm eine Granate. Nee, hä? Hier ist ja gar keiner mehr. Tja, wo ist denn euer Ziel? Das weiß ich auch nicht genau. Habe ich es etwa so sehr ausgetrickst, dass es leider hier am Rad drehen und nicht mehr Bescheid wissen? Nur weil ich mal hinten rumgelaufen bin? Ich sollte übrigens eine Waffe in die Hand nehmen, die irgendwie, ist ja lustig. So, dann gucken wir doch mal. Hier soll ja der Serverraum sein. Das war auch sinnvoll. So, jetzt müssen wir... ich werde mich mal ein bisschen in Deckung stellen. Zumindest so tun, als würde ich in Deckung sein. Okay, 29 Sekunden, schade. Das Teil brauchen wir und... Oh, ich kann ja hier drehen schon mal. So. Naja, das war schon ganz gut so. Obwohl, Moment... Ich bräuchte da halt nach unten auch was, also so muss ich es machen. Und das hier dann darüber, dann können wir hier das knacken und einmal drehen. Und vermutlich muss ich jetzt den da deaktivieren, beziehungsweise den hier so drehen und dann geht das steil. Wir können jetzt wieder lustige kleine Nachrichten abhören, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!